Ven needs a safe place. That's where you want to go. I would never let that happen. I promise you I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. Aqua. Yes? Now that you are a master, there is one secret in particular you must know. Should anything happen to me, and you find the Legion of Darkness at our doorstep, I ask that you take my Keyblade and use it to lock this land away. What? Generations of Keyblade masters have been charged with keeping this land safe. Light and darkness exist in balance here, and there are those who would abuse such neutral ground. This is why our predecessors devised a certain trick. Just use the key, and this land will be transformed. That day forward, all who visit this land will be lost to oblivion, none ever able to solve the mystery. None, Aqua, except you. I know it's a lonely place, but you'll be safe. Terra and I will be back to wake you up before you know it. Put an end to me.
Terra, tell me where to find you. Erhalten Lichtwappen. Ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite und außergewöhnlich hohem Magiewert. Es ermöglicht häufiger kritische Treffer mit hohem Schaden. Tja, und so, liebe Leute, hat die letzte Episode mit Aqua begonnen. Man hat jetzt in dieser Cutscene etwas sehr Interessantes, wenngleich auch sehr Trauriges gesehen. Sie hat ja den mehr oder weniger leblosen Körper von Ventus auf den Thron gesetzt und dann mit dem Schlüsselschwert von Meister Erakus das gesamte Land des Aufbruchs versiegelt. Es hat sich verwandelt und auch das Schloss hat sich verwandelt und man wird als Kenner der Kingdom Hearts Serie bestimmt wissen, was das für ein Gebäude jetzt ist. Das ist nämlich das sogenannte Schloss des Entfallens, das eine sehr wichtige Rolle in Region of Memories spielt. Und der Raum, in dem Ventus jetzt quasi auf dem Thron sitzt, das ist der Raum des Erwachens. Aber den hat bislang niemand von der Organisation 13 je gefunden, weil der eben verdammt gut versteckt ist. Und das war ja auch die Absicht. So, ich weiß gar nicht, kann ich jetzt irgendwie... Aha, okay, ich könnte theoretisch trotzdem bei den anderen Welten landen. Hätte eigentlich schwören können, dass das etwas geradliniger ausfällt, aber ihr seht ja, mein Weg führt mich eigentlich hierhin, nach Radiant Garden. Hier ist ja so eine komische Dunkelheit auf einmal zu sehen. Einziges, wo ich nicht hin kann, ist hier der Schlüsselschwertfriedhof, ist klar, was soll es da auch noch geben. Die Geschichte dort ist ja schon abgeschlossen. Ich meine, wir können jetzt mal ganz kurz, wir haben ja einfach so ein neues Schlüsselschwert für Aqua bekommen. Ganz automatisch. Wir haben zum Beispiel Ultima, aber jetzt hat sie hier... Das Lichtwappen. Ein Schlüsselschwert mit hoher Reichweite und außergewöhnlich hoher Magiewert. Das ermöglicht eben häufiger kritische Treffen mit hohem Schaden. Und das ist mehr oder weniger Aquas bestes Magie-Schlüsselschwert, wenn man so will. Weil kein anderes Schlüsselschwert, nicht mal Ultima, hat eine Magie von 7. Aber Lichtwappen halt schon. Aber mich wundert eigentlich, warum das Ding Lichtwappen heißt. Ich hätte schwören können, das Ding heißt Glanzkrone. Naja, haben sie es vielleicht im Filemix umgeändert. Das bekommt sie halt automatisch, wenn man die letzte Episode beginnt. Und da wir Ultima bei ihr schon gesehen haben, möchte ich hier wirklich gerne Lichtwappen ausrüsten. Es hat zwar wesentlich weniger Angriff, aber Aquas Stärke ist sowieso die Magie, also kriegt sie das einfach mal. Und cool aussehen tut sie auch. Bitteschön. Ja, so richtig fein, richtig starkes Magieschlüsselschwert, so wie es Aqua gern hat. Ja, in meinem Deck habe ich immer noch von ihrem Finale aus gesehen Zeitspleißer, die Zielsuchminen, Minentrapez, Triple Eisklau, Triple Feuer und zweimal Vigra. So, Berichte. Ja genau, geheime Berichte, gut. Ist klar, den siebten Bericht hat sie noch bekommen, als sie ihre Story durch hat, aber ich habe beim Trio Report eh schon alle vorgelesen, brauche ich also nicht nochmal machen. Und hier Spielstatistik, Arena-Mission, bei ihr steht natürlich jetzt auch, ihr seht schon, bei ihr habe ich jetzt nicht so viel geholt wie bei Ventus, habe ich nur Arena-Stufe 26, ich müsste noch die Medaillen oft genug haben und Weber finden müsste ich noch durchspielen und das mit dem Fragezeichen, das ist halt wieder die Lehre des Lichts. Und ja, alles klar. Das ist jetzt aber im Moment eh völlig unwichtig. Mein Deck abändern möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, ich würde es gerne so lassen, wie es ist. Aqua ist in meinem Fall immer noch Stufe 46, wirklich trainiert habe ich sie nachher dann nach ihrem Story-Finale nicht mehr. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich jetzt mal. Ich habe hier auch alle Fertigkeiten maximal gelevelt. Also würde ich sagen, auf nach Radiant Garden. Terra? Who am I?
such a terrible darkness. Fight it! Terra, please! Terra, you say? Terra's heart has been extinguished, smothered by the darkness within him! My name is Master Aqua. Now return my friend's heart, or pay the price! Come on! Take that!
Stop fighting back! Terra, I know you're in there! This'll teach you! Get out of my heart! Darkness can't have you! I have to do something, or we'll both be lost. Make it back as soon as I thought, but I promise I'll be there one day to wake you up. I'm gonna head back. Yeah, me too. Sora, what's wrong? Huh? You're... That's weird. It's like something squeezing me inside. Somebody up there must be sad. Up where? They say, every world is connected by one great big sky. So maybe, there's somebody up there in all those worlds who's really hurting. And they're waiting for you to help them. Well, gee, do you think there's something I could do? Maybe they just need you to open your heart and listen. I don't know, Riku. You say some weird stuff sometimes, but I'll try it. Okay. Hey, can you hear me? Right this way. Young man, what ails you? Can you speak? Tell me your name. Xehanort. Xehanort.
Quickly, get him to the castle. You can count on me. Dylan, get those for me. Seems like I've been walking for ages. How long have I been down here? Maybe I should fade into the darkness here. I guess it's been so long. I almost forgot how to smile. There's always a way.
Hey, can you hear me? I heard your voice. It cut through the darkness around me. Huh. All alone, I followed the sound into a sea of light. And found myself here. With you. Hmm. You gave me something back when I needed it most. A second chance. I did? But now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. Well, you know, I think it worked. Wow, was für ein langer Abspann und ich muss ehrlich gestehen, ich bin gerade wirklich ein bisschen in den Tränen nahe, also die letzte Episode war wirklich verdammt traurig. Wir haben jetzt gesehen, was mit Aqua, mit Ventus und auch mit Terra mit Xehanort passiert ist. Aqua ist ins Reich der Dunkelheit gefallen, nachdem sie Ventus eben ins Schloss des Entfallens gebracht hat, oder besser gesagt erstmal ins Land des Aufruhrs und das dann ins Schloss des Entfallens verwandelt hat. Dann gab es zwei Kämpfe gegen Terra Xehanort, die wir gewonnen haben, und so ist er nach Radiant Garden gelangt, wo er dann gefunden worden ist von keinem geringeren als von Ansem dem Weisen, und er wird ja dann später einmal Schüler werden von Ansem. Das wissen wir durch die Ereignisse von Kingdom Hearts 1 und 2. Und wenn ich ehrlich bin, hat Burst by Sleep für mich persönlich wirklich die traurigste Story von allen Kingdom Hearts Teilen, weil wenn wir uns ehrlich sind, ist das das einzige Kingdom Hearts, was gar kein richtiges Happy End hat. Jedenfalls kein Happy End, was wirklich von Dauer ist, weil wenn wir jetzt mal daran denken, was alles dann 10 Jahre später passieren wird, dann ist das eigentlich nur zum Heulen. Radiant Garden wird zu Hollow Bastion werden, die restlichen Welten werden in der Dunkelheit verschwinden, Malefiz wird die 7 Prinzessinnen des Lichts gefangen nehmen, um mit ihren Herzen an die Macht zu gelangen. Dann irgendwann wird es auch passieren, dass Terra Xehanort sein Herz verlieren wird, und dann wird er ja in zwei Personen aufgespalten, einmal in Xemnas und einmal in Ansem, jener, der die Dunkelheit sucht, und die beiden spielen dann eine zentrale Rolle in Kingdom Hearts 1 und 2. Also, wenn wir ehrlich sind, das Spiel ist echt nur zum Heulen, das ist doch irre. Es gibt kein richtiges Happy End, aber eine Sache, die es noch gibt, das weiß ich, es gibt sogar noch, da bin ich mir jetzt mal nicht sicher, ob es das jetzt nur im File-Mix gibt oder ob es das auf der PSP auch schon gab. Es gibt noch eine sogenannte geheime Episode. Die spielt noch nach der letzten Episode. Da werden wir noch ein bisschen sehen können, was mit Aqua im Reich der Dunkelheit geschieht. Und man hat jetzt auch sogar schön im ziemlich langen Abspann noch sehen können, dass Lee und Isa
von Dylan rausgeworfen worden sind. Die sind nicht ins Schloss von Radiant Garden reingekommen, die wollten da ja auch rein. Aber der hat sie einfach mal rausgekickt und dann haben sie sich bei Dagobert diese Eiscreme da gekauft, dieses Meersalzeis. Und ja, alles andere erklärt sich ja mehr oder weniger von selbst. Auf jeden Fall im nächsten Part werde ich dann in der Lage sein, mit Ventus, theoretisch auch mit Aqua und Terra, aber ich möchte es halt gerne mit Ventus machen, die anderen beiden Siegelbosse herauszufordern, weil die sind ja erst dann machbar, wenn man auch die letzte Episode abgeschlossen hat. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt noch passiert, wenn ich hier ins Speichermenü gehen möchte. Ja, letzte Episode kann ich ja eigentlich jetzt überschreiben. So, passt. Speichern erfolgreich. Durchspieldatei gespeichert, sie könnte später wichtig werden, du solltest sie also behalten. Okay. So, bravo, du hast die geheime Episode freigeschaltet. Um sie spielen zu können, musst du deinen eigenen Spielchen dafür anlegen. Schon wieder. Na ja, gut. Und in meinem Fall ist es so, für die geheime Episode muss man auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad mit allen dreien, Terra, Aqua und Ventus, alle Sticker gefunden haben. Das ist es auch schon, man muss nur das Sticker-Album mit allen dreien vollständig haben und schon bekommt man die geheime Episode freigeschalten. Ich glaube sogar, dass man die auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gar nicht freischalten kann, ich weiß nicht genau. Aber ist ja jetzt auch egal, ich lege noch schnell einen Spielstand an. Und zwar einfach mal hier so. Wie gesagt, bevor die geheime Episode beginnt, kommt halt noch die letzten beiden geheimen Bosse, ne? Hier, Secret Episode, geheime Episode. Speicher fangen erfolgreich. Um die geheime Episode zu spielen, wähle Laden im Titelbildschirm aus und lade dort den soeben erstellten Spielstand. Also dann Leute, recht herzlich danke fürs Zusehen. Ich weiß, der Part ist jetzt verdammt lang, aber ich habe die letzte Episode in einem Part untergebracht. Und die geheime Episode beginne ich halt wie gesagt erst dann, wenn ich noch mit Ventus die anderen beiden Siegelbosse besiegt habe. Was ich hoffentlich auch irgendwie schaffen werde. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Burst Burst Lead Final Mix. Es ist noch nicht vorbei.